Zu einem Brand eines BMWs kam es am Montagmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Esslinger Straße in Bernau. Augenzeugen versuchten mit Feuerlöschern den Brand zu löschen. Dies gelang ihnen aber nicht, da der Brand schon zu fortgeschritten war. Als die Bernauer Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen vor Ort eintraf, brannte der Motorraum in voller Ausdehnung. Mittels Schaum und Wasser konnte der Brand bekämpft und zügig gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch etwas, da der Wagen komplett kontrolliert werden musste. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht.